Dann kochen wir jetzt nämlich noch eine Runde und können unseren Kochskill noch ein bisschen, naja, ein wenig erhöhen. Nicht, dass das viel bringt. Aber besser als nichts. Dass wir halt mit Gärtnern. Ja, ich bin halt ein Gartenmensch. Eindeutig. Ganz eindeutig. Liebe es zu Gärtnern. Zumindest im Ingame. Im Real Life ist es immer ein bisschen schwieriger. Das nehme ich mir eigentlich schon seit Ewigkeiten vor, dass ich mein Beet mal bearbeite. Dieses Jahr. Dieses Jahr mache ich es auf jeden Fall wahr, dass mein Beet endlich. Gemacht wird. Dieses Jahr. Kristallsplitterkeule mit 338. Sekundärzweck Schleppkristalle. Was heißt das? 50% Chance auf Zurückschlagen. 2 Angriffe pro Sekunde. Alter, das noch verstärkt? Wir haben fast 400 Angriffsschaden. Wir können unser Schwert jetzt den ewigen Jagdgründen überreichen. Das hat ausgedient. Das hat sowas von ausgedient jetzt. Wir haben noch alle Keule. Boah, ist das irre. Also wir müssen jetzt mit Ra-AK abrechnen. Es geht gar nicht anders. Wir müssen dem mal so richtig eins überhauen damit. Okay. Und ich muss noch rausfinden, wofür der Arceus Federfächer ist. Deswegen, wir machen da, denke ich, mache erstmal das Kochbuch wieder zu. Oh, stimmt, man kriegt ja immer noch was zusätzlich, weil ich ja so gut im Kochen bin. Oh, nee. Ja. Schillerndes Mondsandwich. Das ist okay. Durchbosse, Gegenbosse. Beziehungsweise, nee, dann nehmen wir wahrscheinlich dann wirklich das, wovon wir am meisten haben. Ist die da? Ah, nee, warte, die machen. Doch, 16 Schaden gegen Bosse. 16 Schaden gegen Bosse. Und was Besseres als eine Galaxie-Schaufel haben wir gerade eh nicht, ne? Okay, während das hier kocht, können wir ja nochmal eine Runde. Gärtnern. Kein Problem. So. Gib mich. Gib mich alles. Und ich glaube, wir müssen das Kristallbeet erweitern. Oh. Schon wieder voll. So. Also man kann sich essenstechnisch hier gar nicht beklagen, ne? Oh, ein paar Fasern haben wir noch, das ist gut. Es ist gut, dass wir mit den Fasern nochmal angefangen haben. Okay, 15 und 15. So würde ich das machen. Hoppala, hatten wir hier was übersehen. Das heißt, ich mache da nochmal 5 ran. 5 Kristalle und dann haben wir jeweils 15 und 15. Okay, das passt. Entschuldige, Miet. War ich dir wieder mal zu schnell? So. Blöd ist halt nur mit der Hacke. Passt das dann halt nicht so ganz. Außer wir erweitern das nochmal um hier rein. Und dann haben wir jeweils 25 Sohne und 25 Sohne. Ich glaube, das wäre natürlich auch ganz cool. So.
fressen den Sathafer nicht, oder? Dann wiederum haben die schon wieder Kälber gekriegt. Meine Güte. Ich glaube, wir müssen mal wieder ein paar Kühe schlachten. Es wird sonst zu voll im Gehege. Ich meine, ich bin ja nicht undankbar für die viele Milch, ne? Aber ich glaube, einen Teil davon können wir echt wieder verkaufen. Ich habe zu viel Milch im Inventar. Ein Glück hat der Charakter keine Milch, also hier Laktoseintoleranz. Das wäre ja furchtbar. Ja, du hast jetzt zwar mehr Verteidigung, aber dafür verlierst du 20 Wasser, weil gerade wieder dein Dünnpfiff hast. Außerdem ist deine Bewegung verringert, weil Unterleib, weil Darmkrämpfe. Und du kriegst mehr Hunger, weil Kotz. Oder so. Je nachdem, wie stark die Intoleranz ist. In meinem Fall wäre es halt einfach nur Durchfall. So. Splish, splash, my plants are taking a bath. Bum, 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 bum. Können wir bitte mal vernünftig mit dem Wasser zielen, damit wir hier nicht so viel rumasen? Trinkwasser wird rar. Ich will das nicht erst bei Nestle kaufen müssen, die sind nämlich teuer. So, okay. Soweit haben wir's. Wir haben gegärtnert und jetzt müsste unser Essen auch soweit durch sein. Ja, Essen ist fertig. Das Essen ist fertig. Nice. 4 zusätzliche schillernde Mond-Sandwiches erhalten. Lecker. Oh. Hi, Doni. WB. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Okay. Die müssen wir vor allen Dingen mitnehmen. Davon brauchen wir einen. Ich weiß, dass die nicht lange anhalten in der Regel. Naja, gut. Sind wir für Ra'aka vorbereitet? Noch nicht ganz. Wir müssen die noch verbessern, damit wir wirklich die maximale Verteidigung haben. Ey, da wollte ich nicht ran. Da wollte ich ran. Dankeschön. Und dann haben wir noch Büb und Büb. Perfekt. Wir haben noch 2 übrig. Yes. Also besser wird es ja nun wirklich nicht mehr. Die Armbrust könnte man eventuell mal ausprobieren. Das Solaritschwert wird schon, ist nicht mehr besser als die Keule. Kannst du klicken. Selbst verbessert wird sie nicht besser sein als die Keule. Keule ist gut. Ich möchte Ra'aka gerne eins aufs Dach hauen. Für die 2 Male, die er uns jetzt schon so die Hölle heiß gemacht hat. Halt. Wenn wir schon mal auf dem Weg sind, nur für alle Fälle. Wieso ist ja so durcheinander? So. Transportkristall haben wir. Wir können gehen. Auf geht's, 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 auf geht's. Upala, eingeschlossen. Dann können wir auch nochmal nach einem Galaxie gucken. Vielleicht haben wir ja nochmal welches. Hier wird es gerade irgendwie dunkel. Ja. Und wir haben eine Katze in der Kamera. Wenn wir heute Ra'aka besiegen, würde ich sagen, probieren wir es am Freitag gegen den Meerestitan. Und dann ist die Frage, wie lange machen wir noch? Weil so gesehen, das nächste Projekt steht schon an. Es, oder steht schon fest, sagen wir es mal so.
Und da würde ich sehr gerne auch bald irgendwann reinstarten. Die Frage ist halt noch, wie lange macht man jetzt noch? Falsch. Da müssen wir rein. Ich sollte mir das Ding vielleicht mal markieren. So, wie sieht's aus? 87. Gut sieht's aus. Theoretisch könnten wir hier auch Kupfer abbauen. Wäre vielleicht eigentlich keine so blöde Idee. Die glänzende Krähe kommt. Den hauen wir mal so. Klang übrigens sehr schön, ne? Den hauen wir ja mal so richtig eins aufs Dach. Wo sind wir hier? Warum bin ich hier? Ich bin doch hier völlig verkehrt. Was zum? Was mache ich denn? Wo laufe ich denn lang? Das ist ja schlimm. Ja gut. Bergabbau, weiter Rüstung und los geht's. Gib ihm. Ich bin hier noch nie gewesen. Oh nein. Nein. Boi. Oh, meine Güte. Ich habe auch eine kurze Leitung, wa? Die sind ja schlimmer als Creeper. So, da sind wir. Und ich hoffe, dass wir es diesmal besser schaffen. Mag nur halt nicht in seinen Nahkampfbereich. So, das brauchen wir. Wir schmeißen uns erstmal wirklich sämtliche Tränke in den Hals, die wir gebrauchen können. Holen uns das Bossfutter. So. Na dann komm mal her, du großer Käfer, du. Dich mache ich so fertig. Geht gut los. Nicht. Nein. Böse. Böse. Ganz, ganz böse. No, 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 no. Geht doch weg. Geht doch weg. Geht doch einfach weg. Oh nein. Wie fies. Au. Also ich habe nur einen Mitstreiter. Und der macht bei weitem nicht so viel Schaden wie er hier. Geh weg. Oh oh. Nee. Böse. Au. Oh oh. Ich glaube, der ist sauer. Der sieht so rot aus. Nee. Tippetete. Petetete.
Wo ist er? Ah, da ist er. Oh, ein Hoch auf Omorod. Ehrlich. Nee, pui pui. Nee. Wow. Au. Blöder Käfer. Nein, pui, pui. Es fehlt doch nicht mehr viel. Komm schon. Wir kriegen den. Au. Okay. Nur ausweichen und auf den schießen. Wenn ich den hab. Okay, was macht denn der? 5% Chance, bei Nah- oder Fernkampftreffer ein uraltes Projektil zu erzeugen, das das getroffene Ziel verfolgt. Oh. Oh. Kristallspeerspitze. Ich glaube, die fehlt uns noch. Skarabäus-Visier. Nice. Wir haben Raka geschafft. Wir haben ihn geschafft. Hip, hip, hooray! Hip, hip, hooray! Hip, 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 hip. Oh, dass wir den geschafft haben. Ab nach Hause! Ab nach Hause! Wir haben Grund zum Feiern! Da, 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 da. Und der hat uns nur 3 Anläufe gebraucht. Nur 3. Weil wir müssen ihn theoretisch noch ein paar Mal besiegen, damit wir das Ding komplett haben. Wieso haben wir von dem keine Figur gekriegt? Das finde ich gemein. Vor allem, weil sein blöder Erdrüttler so scheiße teuer ist. Und der braucht jetzt eh erstmal eine Weile, bis man den wieder rufen kann. Naja. Aber wir haben ihn geschafft. Wir haben sehr gutes Essen dabei gehabt. Sehr gutes Essen. Also dieses schillernde Zeug, sehr zu empfehlen. Huch. Blöd ist nur, ich habe keinen Platz mehr. Ich möchte dieses Pfannengemüse aber auch gar nicht mehr haben hier. Oh, warte, das hier muss rein. So. Oh, ist das fein. Ist das schön. Altes, heute ist ein toller Tag. Heute ist richtig toll. Und wir haben immer noch Solarit übrig. Hallo. So, die Kristallspeerspitze. Da ist noch was. Halt. Ach nee, wir brauchen... Hä? Oh, nee, das ist was anderes. Verdammt. Hat mit dem hier gar nichts zu tun. Wir brauchen eine Klinge, klarer Edelstein, wir brauchen noch den gebrochenen Griff und nicht die Speerspitze. Ich habe das gerade für was völlig anderes gehalten. Nein! Und ich glaube, die Speerspitze hatten wir schon. Raka, du bist ein Geizhals. Weil das Ding brauchen wir wirklich nicht. Dann müssen wir wohl noch ein bisschen suchen gehen. Ich weiß auch gar nicht, wo man eigentlich diese Absturzprotokolle herbekommt, ne? Da habe ich ja gar keine Ahnung von.
Okay. Jetzt ist die Frage. Durchsuchen wir die Wüste? Oh. Boah. Kannst du mal bitte aufhören, so blöd zu grinsen, so zu kichern? Das ist ja ekelhaft. Ja, was machen wir jetzt? Gehen wir nochmal in die Wüste? Gehen wir das nächste Kristallbiom sammeln? Weil ich meine, wir müssen ja auch irgendwann mal auf diese komische Alien-Technologie kommen, wo wir dann das Absturzprotokoll und sowas herkriegen, oder? Weil wir haben zwar den leeren Kristall, aber woher kriegt man diese Anomalieberichte, Überschreibungstranskripte und Absturzprotokoll? Wo kriegt man das her? Das Runenpergament, ich nehme mal an, den gebrochenen Grip kriegen wir irgendwo noch im Norden. Und da brauchen wir noch auch ganz viele antike Edelsteine. Man könnte sich halt jetzt wirklich hier oben im Norden ein bisschen umschauen. Und eine Sache muss ich sagen, finde ich cool, dass die Portale wirklich 20 Minuten Real-Life-Zeit brauchen, um sich aufzuladen. Macht sich eigentlich ganz gut, weil auf die Art und Weise kommt man nicht auf die Versuchung, einfach so viele einfach nur zwei Portale zu bauen und die nach Belieben immer ab und wieder anzubauen. Das macht sich sehr gut, finde ich. Klingeling. Aber was wir vielleicht irgendwie mal bräuchten, wäre einen zweiten davon. Die sind so langsam. Solarit ist echt hübsch. Aber das werden wir auch noch brauchen, glaube ich. Okay, das haben wir ja alles schon. Ja, Vollständigkeit halber müsste man die auch noch holen. Warte mal. Skarabäus-Visier. Können wir noch wegräumen. Wüste oder ab ins Grüne? Was meint ihr? Wo sollen wir uns als nächstes mal umgucken? In der Wüste wartet noch eine Bergarbeiterhose auf uns. Das auf jeden Fall. Du bist raus. Wüste ist rein. Alles klar. Wir nehmen natürlich einen Transportkristall mit. So. Soweit ist auch alles okay. Inventar ist nicht wirklich voll. Es ist relativ leer. Und ein bisschen was werden wir auch noch verzehren, sodass wir dann noch ein bisschen mehr Platz haben. Ab in die Wüste. Mal gucken, was wir da noch so Schönes finden. Vor allem so in den Lava-Gegenden. Nee. Deutsch und so. Ich stolper schon wieder über meine eigene Funge. Man hätte vielleicht auch gleich mal zwei Bohrer mitnehmen können und noch mal ein paar von den Transportdingern, damit wir das Kupfer abbauen können. Naja, man kann nicht alles haben. Wohin verziehen wir uns denn? Ich würde sagen, wir gucken uns das noch ein bisschen an. Da waren wir noch nicht fertig. Sind wir sie da drüben auch nicht. Wir haben also zwei Ecken, wo wir uns noch ein bisschen umgucken können. Oh, dieser ganze Lavakram. Gehen wir dahin, wo es heiß ist. Denn wir sind hart, hart, hart. Ja. Nur nicht besonders helle. Hallo? Oh,
Aber ich bin übers Ziel hinausgeschossen. Wo bin ich denn hier? Oh? Hier in der Nähe ist ein Kristallbiom. Hier ist eine Edelsteinschnecke. Wo eine Edelsteinschnecke ist, ist ein Kristallbiom in der Regel nicht weit. Da wollte ich aber gar nicht hin. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Wir brauchen ein bisschen mehr Weg. Echt, wo kam die her? So, nix. Sehe ich hier kein Kristall. Sand? Weiß zufälligerweise jemand gerade, wo ich mich überhaupt gerade hinbewege? Wir bauen hier mal ein bisschen ab. Upala. Ich komme damit noch ein bisschen weiter. Ah! Ja, so nicht. Wo wird das nichts? So. Da haben wir uns unten. Dann bin ich hier voll fernab vom Schuss. Ach so. Ein Eisenvorkommen, das ist okay. Das darf da gerne bleiben. Wo zum Henker bin ich? Also Leute, wenn ihr mal wirklich Lust auf ein Abenteuer habt, ja? Engagiert mich als Fremdenführer und ich führe euch an Ecken, da war ich selber noch nicht. Also ich führe euch dann irgendwo hin und ihr habt dann die glorreiche Aufgabe, wieder nach Hause zu finden. Da sehe ich mich. Mit mir findet ihr Ecken, die ihr garantiert noch nie gesehen habt, aber ob ihr dann zurückfindet, ist immer noch die zweite Frage. Ah. Das kann ich euch anbieten. Knochenring. Ich glaube, den hatten wir schon mal. Und ein Knochen? Okay. Obelisken hatten wir auch schon so viele. Hier ist nichts.